Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar? Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Tödliche Viecher. Aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Geht's lang, eure Lordschaft? Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Er sucht Beute. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes Viech. Wird ihn ja füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Einfach aus dem Weg.
erwähnen. Von den Sträuchern hier solltest du nichts pflücken. Und das fällt dir erst jetzt ein. Wieder vor. Nach dir. Herzlichen Dank. Ruinen. Sogar hier gibt's die. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen! Sagst. Nicht zufällig ein Freund von dir, oder? Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. Schon besser. Ja.
scheint's nicht mehr lang zu gehen. Schade um die schöne Abkürzung. Was ist Togger? Wenigstens einer kennt sich hier aus. Danke, Togger. Besonders froh sehen die nicht aus. Diesmal bin ich aber nicht schuld. Willst du mehr? Das habe ich nicht gern getan. Nein, ich auch nicht. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Das sollte nicht zu lange dauern. Ist ja eine tolle Abkürzung. Wie? Ist doch kurz. Nur nicht ganz so schnell. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Das wollte ich gerade. So langsam.
Schlecht geschlafen. Da wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. So langsam. Ob man das nochmal kann? Nicht, wenn wir ihn vorher töten. Wirklich? Zurück! Du bist ein Dominus. Bin ich, ja. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. Sid. Wenn du Domini und Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon hab? Dasselbe wie alle. Was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Thank you.
Für dich, Großer. Was genau hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Was glaubst du? Ihm blüht, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneid jedem die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du machst einem ja Angst. Siehst du den Bach? Dem folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Im Handumdrehen. Sicher.
Machen wir es kurz. Ein Valuta? Was macht der denn hier?
Folgen wir ihm. Und wie abgesprochen. Alle dort, gleich unten im Dorf. Sehr gut. Gehen wir. Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Ach. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gilf verraten. Ach. Diese Frau. Benedikta Hamann. Kopf der königlichen Späher Valuts. Das wäre vielleicht die Chance. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Bringen wir es hinter uns. Wenigstens keine Riesenechsen. Für die Herren des Windes! Ja. Da! Hinter dir!
Kaiserknechte, hat er gesagt. Schau doch mal in den Spiegel. Aber dein Schwert führst du wie ein Schild Rosarias, garniert mit einer Phönixfeder. Da fällt mir ein, was denkst du? Ob die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. Nicht, dass ich den Überlieferungen aufs Wort glauben würde, aber der Punkt ist klar. Über das Feuer herrscht nur ein Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der Nächste. Selbst dann kann's Jahre dauern. Andererseits wirkst du nicht wie ein Lügner. Bleibt also nur die eine Person zu finden, die uns mehr dazu sagen könnte. Und die ist in Kielbrück. Unsere Valuta-Freunde finden wir sicher auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Tja, dann geht er leider leer aus.